Ja, eine große Rolle spielt auch Janina Mütze, die Geschäftsführerin vom Meinungsforschungsinstitut CIVI. Guten Abend, Frau Mütze, schön, dass Sie bei uns sind. Wir haben nämlich natürlich auch aktuelle Fragen gestellt, die sich zum einen natürlich um die Saarlandwahl drehen und zum anderen natürlich auch den Ukraine-Krieg. Und deshalb haben wir Sie als erste Frage mal die Deutschen fragen lassen. Wer hat denn eigentlich welche Partei, also die Kompetenz, und zwar die größte bei der Energieversorgung? Ja, das Thema Energiepolitik wird ja wichtiger, auch mit dem Krieg in der Ukraine. Und deshalb haben wir die Frage mal ausgewertet aktuell, welche Partei hat die größte Kompetenz in der Energiepolitik? Wir sehen, das Bild ist recht klar, 20% entfallen auf CDU, CSU, auf die SPD gerade einmal 11%. Der lange Balken hier, ich stehe davor, 30% entfällt auf die Grüne, für die Linken 2%, FDP 10%, AfD 9%. Wir sehen also, die Grünen haben hier deutlich die höchsten Kompetenzwerte, und das ist nichts, was sich erst seit Ausbruch des Krieges entwickelt hat. Das ist tatsächlich ein Wert, den sehen wir schon sehr lange in unseren Daten. Diese Daten werden fortlaufend seit 2 Jahren erhoben. Das ist ja schon sehr interessant. Also so ein Trend, also das überrascht mich jetzt tatsächlich auch ein bisschen. Aber die Deutschen, was steht denn bei denen jetzt gerade im Vordergrund? Müssen wir uns mehr Gedanken über die Energiepolitik, die Energieversorgung machen oder über die Beendigung des Krieges in der Ukraine? Ja, das ist tatsächlich eine spannende Frage, denn da sind die Deutschen wirklich gespalten. Wenn wir einmal in die Zahlen reinschauen, dann sehen wir, dass 27% sagen würden, die Bundesregierung sollte sich auf die Sicherung der Energiepreise konzentrieren. Beides gleichermaßen sagen 46%. Auf die Beendigung des Ukraine-Kriegs entfallen 26%, weder noch sagt 1%. Wir sehen also, diese Sanktionen, die vielleicht auf ein Kriegsende hinwirken könnten, werden nicht von allen mitgetragen. Wir sehen hier allerdings auch ein deutsches Ost-West-Gefälle. Und insbesondere die Anhängerinnen und Anhänger der AfD würden sagen, dass die Sicherung der Energiepolitik wesentlich wichtiger ist. Wir haben ja wirklich sehr harte Sanktionen, wirtschaftliche Sanktionen gegen Russland bereits erlassen. Aber da ist natürlich auch die Frage, wie stehen denn die Deutschen dazu, dass sie tatsächlich persönliche Konsequenzen ziehen würden, zum Beispiel auch, dass sie bereit sind, dafür auch dann mehr zu zahlen. Ja, das ist auch nochmal spannend, denn in Umfragen muss man ja immer unterscheiden zwischen, was sollte der eine oder andere tun und was bin ich selbst bereit zu tragen. Und deshalb haben wir gefragt, wie hoch ist Ihre Bereitschaft, persönliche finanzielle Konsequenzen zu tragen. Und auch hier ist Deutschland gespalten. Wir sehen, 47% sagen, sie haben eine hohe Bereitschaft, 11% sind sich da noch unentschieden, weniger hoch, das sind 42% bis hin zu gar nicht. Also sie möchten keine Konsequenzen tragen. Und auch hier sehen wir wieder, das Bild ist einfach nicht eindeutig. Ja, Frau Mütze, eine ganz entscheidende Frage ist ja auch, also jetzt sind wir gerade im März und wir wissen nicht, wie sich der Ukraine-Krieg weiterentwickelt, wie auch die Energieversorgung, was da noch passieren wird. Aber Sie haben auch gefragt, wie die Deutschen glauben, sich der Benzinpreis in den kommenden 12 Monaten entwickelt. Ich sage nur 1998, Jürgen Trittin, 5 Mark für einen Liter Benzin. Also da sind wir jetzt fast dran in Euro umgerechnet. Ja, also Energiepolitik ist ein Riesenthema, die Preissteigerung natürlich auch. Und deshalb haben wir uns mal angeschaut, was erwarten denn die Menschen mit Blick auf die Inflation und die Preissteigerung im Bereich Benzin und Diesel. Und da sehen wir, eine überwältigende Mehrheit geht von Preissteigerungen aus. Steigen stärker, sagen 51%. Also sogar noch stärker als bisher werden die Preise steigen, ist die Meinung von mehr als jedem Zweiten in Deutschland. Dass sie genauso stark steigen wie bisher, das ist ja auch nicht wenig, darauf entfallen 23%. Weniger stark, aber immer noch steigen sind 11%. Wir sehen also, über 80% der Menschen gehen schon davon aus, dass die Preise steigen werden, dass sie gleich bleiben werden. Das sind nur 6%, die das sagen, dass sie sinken werden, nur 7%. Also dementsprechend, die Deutschen wissen, worauf sie sich einstellen müssen. Also wir merken, da kommt eine ganze Menge auf uns zu, zumindest auch, was die Deutschen denken. Frau Mütze, danke für diesen ersten Überblick. Wir werden am Abend noch viele interessante Umfragen gemeinsam von Ihnen präsentiert bekommen. Aber bei der Energieversorgung, das ist das Knackthema. Das muss man auch so sagen. Das merkt man auch. Und es hat ja auch eine Rolle im Saarlandwahlkampf gespielt.